Lektion 337. Meine Sündenlosigkeit schützt mich vor jedem Schaden. Meine Heiligkeit schützt mich vor jedem Schaden. Meine Schönheit, meine Reinheit schützt mich vor allem. Und was versuchen wir immer wieder? Ja, was tun wir alles, um uns schützen zu können? Wir kaufen uns Dinge, die uns schützen sollen. Wir machen Pläne, die uns schützen können. Wir wollen die Situation kontrollieren, um Schutz zu erfahren. Hast du überhaupt schon mal irgendetwas kontrollieren können? Hast du durch deine Pläne schon jemals Schutz erfahren? Haben wir durch unsere Ideen jemals wahren Schutz erfahren? Uns wird gesagt, durch deine Reinheit, durch deine Sündenlosigkeit, durch deine Heiligkeit, durch dein Licht erfährst du Sicherheit und bewahrt dich vor jedem Schaden. Was kann dir denn schaden? Schaden, wie es im Kurs in Wundern sagt, tun uns, wenn wir Götzen anbeten, das schadet uns. Wenn wir glauben, da draußen gibt es eine Welt, die uns bedrohen kann oder die gefährlich ist, und das ist Götzenanbetung. Und deshalb sind wir natürlich aufgefordert, nicht im Außen zu suchen und auch nicht unsere pseudopositiven Gefühle nach außen zu projizieren. Projektionen sind auch unsere pseudopositiven Gefühle. Nehmen wir wir können auf Sportler schauen. Dort übertragen wir unsere pseudopositiven Gefühle. Wir machen einen Helden. Und wenn der Held stirbt, fällt ein ganzes Land in Staatstrauer. 3 Tage Staatstrauer, weil ein pseudopositives Gefühl nach außen übertragen wird. Wie jetzt zum Beispiel aktuell mit Diego Maradona. Dieses pseudopositive Gefühl, das wir auf Politiker, Sportler, Künstler, Dichter, Poeten, Philosophen, was auch immer wir uns aussuchen, übertragen, das soll auch wieder Trennung verursachen. Und wir sind natürlich aufgefordert, diese Götzenbilder, die wir aufgebaut haben, egal in welcher Form, auch die zu vergeben, sodass denn sie führen uns Schaden zu. Irgendwann werden die Götzen fallen. Irgendwann werden sie sterben oder wir werden ein neues Weltbild kreieren und wir werden bemerken, dass der, dem wir vorher alles geglaubt haben, überhaupt nichts mehr stimmt, und dann brauchen wir einen neuen Götzen. Wir brauchen jemanden neuen, in dem wir unsere pseudopositiven Gefühle übertragen können. Und du siehst auch unsere Helden, die wir in der Welt aussuchen, auch das sind Symbole der Trennung. Und so ist das Ego ständig unterwegs und versucht auf allen Varianten Trennung zu verursachen. Ja, aber das Schöne, aber dieser schöne Mensch und diese edle Geste von irgendjemandem, das kann doch keine Übertragung, das kann doch keine Projektion sein. Ja, es ist eine pseudo-positive Übertragung, die wir machen und so und dadurch Trennung erfahren. Pseudo-positive Gefühle. Wir müssen wirklich alles vergeben. Du siehst es. Ja, es bleibt nichts übrig. Wenn du Erlösung erfahren willst, sind wir wirklich eingeladen, alles, vollkommen alles zu vergeben und die Suche in irgendeiner Form, die wir nach außen verlagert haben, aufzugeben. Solange wir zum Beispiel noch irgendetwas tun, was dem Körper gut tun soll. Also ein Körper, also oder anders ausgedrückt, solange wir noch körperliche Verlangen
unbedingt umsetzen wollen, weil wir glauben, das bringt uns das Glück, das bringt uns den Frieden, das bringt uns das, was wir im Leben wollen, solange beten wir den Tod an. Auch dann machen wir das zu unserem Götzen. Solange beten wir den Mangel an. Und Mangel ist immer Tod. Mangel ist immer Ende. Solange wir aus dem Mangel heraus noch irgendetwas brauchen, brauchen wir etwas im Außen. Wir projizieren es dann irgendwann nach langer Suche und vergessen, dass alles in uns ist. In dir ist all das, was dich befreit, was dich glücklich macht. In dir ist der Frieden, in dir ist der Schönheit, die Schönheit. Und deshalb im Kurs im Wundern wird dieses Wort benutzt, die Sühne anzunehmen. Das heißt, die Korrektur im Denken anzunehmen. Wir müssen wirklich neu denken und all unsere Geschichten, die wir nach außen verlagert haben, vollkommen zurücknehmen. Und es spielt wirklich keine Rolle, um was es sich dreht. Und der Körper wird versorgt. Du brauchst dich nicht darum zu kümmern. Der Körper wird vollständig versorgt. Und das Ego sagt uns natürlich, wir müssen vieles tun, damit der Körper versorgt ist. Und was, wenn wir all das aufgeben? Was, wenn wir dem Heiligen Geist, dem Christus, dem Jesus oder dem Licht oder deinem hohen Selbst, was ist, wenn wir den Körper dieser universellen Intelligenz übergeben? Denn du, Entschuldigung für diese Worte, du trägst keine, du bist, solange du Körper bist, bist du in deiner Intelligenz eingeschränkt. Es hat Grenzen. Und diese Grenzen gilt es aufzugeben. Die Grenzen gehen einfach nur so weiter, wie unser Horizont ist. Und wir wollen unseren Horizont in die universale Intelligenz öffnen. Vollkommen öffnen, vollkommen ausdehnen. Keine Grenzen mehr wahrnehmen. Keine pseudopositiven Gefühle mehr auf die Welt oder auf irgendeinen Menschen oder auf irgendeine Gruppierung, irgendeine Politik oder irgendeinen Verein oder irgendeine gute Bewegung übertragen. Wir wollen es zurückholen. Da wird sogar mein Hündchen wach. Die pseudopositive Übertragung, er gibt gleich was zu fressen, scheint bei ihm noch zu funktionieren. Hallo. Ja, aber wir wollen dies zurückholen. Wir wollen dies beenden. Wir wollen Frieden finden. Wir wollen unsere Suche nach außen aufgeben. Unsere Götzen müssen fallen. Und wir wollen es in Frieden tun. Nicht mehr im Kampf und nicht mehr im Widerstand. Denn all das, was wir übertragen haben, auch an positiven Ideen, all das kann ersetzt werden durch die Liebe Gottes. Und das ist eine vollkommen andere Erfahrung. Vollkommen anders. Und weil sich die Trennung, ja, weil dadurch die Trennung aufgegeben wird. Wir sehen, all die Liebe, die uns ist, sehen wir in allem. Und nicht nur in besonderen Beziehungen. Lass uns den Zweck der Welt vergessen, den die Vergangenheit ihr gab. Sonst wird die Zukunft so sein wie die Vergangenheit. Und nichts weiter als depressive Träume werden uns wieder erscheinen. Lass uns die Vergangenheit vollkommen vergessen. Lass uns all das zurückholen. Vergebung, Vergebung,
Vergebung. Lass uns nur noch das erfahren. Und natürlich werden wir all das erst wirklich verstehen und verändern, wenn wir es praktizieren. Dann ist unser Weg, unser Lebensweg nicht mehr hoffnungslos, sondern wir sind in Gewissheit des Friedens und Gewissheit. Gewissheit ist so etwas Großartiges. Wenn du gewiss bist, das heißt, wenn du in der Quelle ruhst, und das ist einfach, ja, es kann dich nichts mehr bedrohen und es kann dir nichts mehr Schaden zufügen. Finde die Gewissheit in dir und nicht mehr in der Übertragung von irgendetwas. Gewissheit ist in dir. Und dann dehnst du nur noch Liebe aus. Meine Sündenlosigkeit stellt vollkommenen Frieden sicher. Ewige Sicherheit, immerwährende Liebe und auf ewig Freiheit von jedem Gedanken des Verlustes sowie vollständige Befreiung von Leiden. Und nur Glück kann mein Zustand sein, denn nur Glück ist mir gegeben. Was muss ich tun, um zu erkennen, dass das alles mein ist? Ich muss die Sühne, also die Korrektur, für mich akzeptieren und sonst nichts. Gott hat bereits alles getan, was getan zu werden braucht. Und ich muss lernen, dass ich von mir aus nichts zu tun brauche. Denn ich brauche nur mein Selbst zu akzeptieren, meine für mich erschaffene Sündenlosigkeit, die jetzt schon mein ist, um Gottes Liebe zu spüren, die mich vor Schaden bewahrt, um zu verstehen, dass mein Vater seinen Sohn liebt, um zu erkennen, dass ich der Sohn bin, den mein Vater liebt. Siehst du befindest dich schon im Zustand des Glücks und du befindest dich schon in dem Zustand, den du zu erreichen suchst. Du bist schon dort. Und alles andere ist nur ein depressiver Traum. Und nimm hierbei nichts aus. Alles andere ist nur die Übertragung der Vergangenheit in irgendeine düstere, hoffnungslose Zukunft. Wie wäre es, wenn wir verstehen würden, hey, ich bin schon eins in Gott, ich bin schon eins in der Quelle des Glücks und habe es nur noch nicht bemerkt. Was, wenn nur noch dies deine Wahrheit sein soll? Was, wenn du nur noch feststellen willst, dass dies wahr ist? Und hier wird dir etwas gesagt, was doch sehr interessant ist. Hey, in dir gibt's keinen Fehler. In dir ist nichts falsch. In dir sind keine Sünden. In dir ist keine Dunkelheit. Du brauchst nicht mehr so negativ über dich zu denken. Oder positiv. Du brauchst nicht mehr darüber nachzudenken, was du hier tun sollst. Du brauchst um dich, um deine Zukunft nicht mehr zu kümmern. Und du brauchst dich nicht mal darum zu kümmern, ob es deinem Körper gut geht. Du übergibst das alles dem Heiligen Geist in dir. In dir ist er. Nicht nur in auserwählten Menschen, die du ausgewählt hast. In dir ist der Heilige Geist. Und trete mit ihm in Kommunikation. Das heißt in Verbindung.
Und du wirst sehen, dass all dies wahr ist, was dir hier mitgeteilt wird. Und du wirst dich in Frieden und Freiheit erkennen. Und du wirst erkennen, dass du dich einfach nur getäuscht hast. Nichts anderes. Einfach. Und weil was ist, wenn ich mich getäuscht habe? Ah ja, ich habe immer geglaubt, dass man am Zebrastreifen nicht weitergehen soll und warten muss. Auch wenn nichts kommt, ich bleibe immer stehen. Da ist ein Problem, ein Zebrastreifen, ich bleibe stehen. Ich habe Angst. Alles muss mich in Angst versetzen. Ich habe gelernt, dass 10 und 10 11 ist. Oh, ich habe mich getäuscht. 10 und 10 gibt 20. Ich brauche nur neu zu denken. Ich habe gelernt, dass ich ein Körper bin, getrennt von der Welt und von allem. Ah, interessante Information. Ich habe mich getäuscht. Ich bin Geist. Ich bin Geist in Gottes Geist. Und nur das ist wahr. Punkt. Und hier setzen wir einen Punkt an. Wir wollen es nicht mehr anzweifeln. Hey, nur das ist wahr. Ich bin Geist in Gottes Geist. Und habe hier einen verrückten Traum gemacht. Und habe vergessen, dass ich Geist in Gottes Geist bin. Man gibt dem Geist in Gottes Geist bestimmte Namen, aber die Namen haben keine Bedeutung. Auch die werden irgendwann vergehen. Wir müssen uns nicht Christus oder Buddha oder sonst etwas nennen. Wir sind einfach Geist in Gottes Geist und irgendwann sind auch diese Worte vergangen. Wir sind Licht in Licht. Wir sind Liebe in Liebe. Und nur das ist wahr. Und wir werden es bemerken, wenn wir unsere pseudopositiven Gefühle zurücknehmen, die ganze Länder in eine Trauer versetzen kann und indem wir unsere destruktiven Projektionen zurücknehmen. Destruktiv ist, du bist schuld und ich habe recht. Die Politik ist schuld, das Management und die Virologen und der Bankangestellte oder der Finanzberater oder, der ist schuld und ich bin das Opfer. Das sind Projektionen. Und die sind nur dazu da, um sie zurückzunehmen. Halt, stopp, halt. Da muss ich wohl falsch denken. Ich fühle mich im Konflikt. Ich muss offensichtlich falsch denken. Ich glaube, hier kann mir irgendetwas schaden. Kennst du das Gefühl? Hey, da kann mir irgendetwas schaden. Ja, das Einzige, was mir schaden kann, sind meine Gedanken über eine Situation und niemals die Situation selbst. Hörst du? Du bist Geist in Gottes Geist, was kann dir da schaden? Außer deinem Traum, den du immer wieder wahr machst. Nichts kann dir schaden, gar nichts. Null. Und die Vergebung wird es uns lehren. Die Vergebung wird es uns zeigen, die Praxis. Und Gott sieht dich in vollkommener Sündenlosigkeit natürlich. Nur du denkst von dir selbst, dass dies nicht wahr sein kann. Lassen wir heute die Vergangenheit ruhen. Und beginnen neu, vollkommen neu, in einem geistigen, erfrischten Zustand. Wir wollen heute die Welt neu sehen, durch die heilige Sicht, weil wir die Vergebung auf allem ruhen lassen. Du, der du mich in Sündenlosigkeit erschaffen hast, du irrst dich nicht hinsichtlich dessen, was ich bin. Ich habe mich geirrt, als ich dachte, ich hätte gesündigt, aber ich nehme die Sühne für mich an. Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Amen.
Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Amen. Und wie wäre das, wenn du nur noch heute diese Worte noch 1000 Mal sprechen willst? Vater, mein Traum ist jetzt beendet. Amen. So sei es. So ist es. Und ich will nur noch diese Wahrheit erfahren. Und ich werde von nichts mehr bedroht hierin. Und nichts kann mir mehr Schaden zufügen. Denn ich bin unverletzlich in Gott.